Unversöhnlich stehen sich Polizei und Demonstranten gegenüber, hier in London in der Nähe der Downing Street. Zu Tausenden sind die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen der britischen Regierung zu protestieren. Freedom, Freiheit fordern sie. Dabei lässt die Omikron-Variante die Infektionszahlen in Großbritannien geradezu explodieren. Am Samstag wurden in dem 67 Millionen Einwohnerland 90.000 neue Corona-Fälle gemeldet. Düstere Prognosen von Wissenschaftlern rechnen bereits mit 3.000 Krankenhauseinweisungen pro Tag. Aus Sorge vor einer Überlastung des Gesundheitssystems rief der Bürgermeister von London für die Hauptstadt den Notstand aus. Wir sind unglaublich besorgt über die massive Ausbreitung der Omikron-Variante. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden hatten wir so viele Neuansteckungen wie noch nie in der Pandemie. Immer mehr Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden. Gleichzeitig fällt immer mehr Klinikpersonal aus. Zustände, die in Deutschland verhindert werden sollen. Ab 0 Uhr in der Nacht zum Montag gilt das Vereinte Königreich daher als Virusvariantengebiet. Dadurch wird der Reiseverkehr von der Insel drastisch eingeschränkt. Einreisende aus Großbritannien müssen 14 Tage in Quarantäne, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Diese Frist kann auch durch einen Test nicht verkürzt werden. Zudem dürfen nur noch Bundesbürger und Menschen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, ins Land. Die Strategie ist jetzt ja erst einmal, dass wir in Deutschland alles tun wollen, damit die neue Variante möglichst langsam kommt. Wir werden sie nicht aufhalten können. Um die Welle zumindest abzuschwächen, gilt es weiterhin zu impfen. Denn auch in Großbritannien, wo die Kliniken an ihre Belastungsgrenzen kommen, liegen in den Krankenhausbetten vor allem Ungeimpfte.